Tag, mein Name ist Anne Ehrenhofer-Murray von der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich freue mich sehr, den heutigen Preisträger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises, Professor Jan-Michael Schuller, vorstellen zu können. Wie funktionieren biologische Makromoleküle? Wie sind sie in ihrem Inneren aufgebaut? Und wie können sie dann komplexe Funktionen in der Zelle einnehmen? Diesen Fragen widmet sich Professor Schuller, indem er strukturbiologische Studien von Proteinkomplexen durchführt. Er nutzt dazu die Methode der Kryoelektronenmikroskopie. Bei dieser Methode werden tausende Schnappschüsse, individuelle Aufnahmen einzelner Moleküle gemacht und dann im Computer zu einem dreidimensionalen Bild, zu einem Modell zusammengestellt. Auf diese Art und Weise hat Professor Schuller wichtige neue Einblicke bekommen in die Prozesse der Photosynthese, der Kohlenstofffixierung und des RNA-Metabolismus. Professor Schuller leitet seine eigene Arbeitsgruppe seit Juli 2020 am SIN-Mikrozentrum der Philipps-Universität Marburg. Sein Forschungsinteresse gilt dabei Proteinkomplexen aus Cyanobakterien, die für die Fixierung des Treibhausgases Kohlendioxid und für die Kohlenstoffkonzentration verantwortlich sind. Durch diese Studien können wir besser verstehen, wie wir vielleicht den Treibhauseffekt, der durch das Kohlendioxid verursacht wird, abmildern können. Dieses Forschungsgebiet hat sich Dr. Schuller bereits als Postdoktorand erarbeitet. Zu dieser Zeit war er tätig am Max-Planck-Institut für Biochemie in München in der Abteilung von Professor Elena Conti. Sein Hauptaugenmerk in dieser Zeit galt Komplexen, die als so eine Art Polizisten in der Zelle tätig sind und die für den kontrollierten Abbau von RNA-Molekülen verantwortlich sind. Als Doktorand, ebenfalls im MPI und an der TU München, hat Dr. Schuller sogenannte AAA-ATPasen untersucht. Das sind Komplexe, die Qualitätskontrolle bei Proteinen durchführen. In seinen Arbeiten war er sehr erfolgreich. Sie sind in sehr renommierten Zeitschriften publiziert. Und Professor Schuller hat auch Förderung eingeworben für eine eminöte Nachwuchsgruppe der DFG und er hat Unterstützung von der Daimler und Benz Stiftung. Mit seinem Gespür für spannende, ungelöste Fragen der Strukturbiologie und mit seinem experimentellen Geschick ist Professor Schuller in Rekordzeit gelungen, ein hochkompetitives und attraktives Forschungsprogramm zusammenzustellen. Für diese Erfolge und für den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis gratuliere ich ihm an dieser Stelle ganz herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg mit den Forschungsarbeiten.